Heute ist zwar noch nicht Weihnachten, aber trotzdem schon ein riesiges Geschenk, was da rausgekommen ist. Der Mazda 787B ist für Assetto Corsa erhältlich. Nachdem wir schon viele Previews und Vorschaubildchen und Screenshots gesehen haben, ist er jetzt endlich da und wir zeigen ihn heute mal hier in diesem schwarzen Showroom, den man sich hier ebenfalls runterladen kann, den ich eigentlich ganz geil finde. Hier kannst du dich mit F7 frei bewegen oder aber auch, wenn man F7 wieder entdrückt, sich das hier wie einen ganz normalen Showroom halt drehen lassen und sich angucken von allen möglichen Seiten. Es ist einfach geil. Oh, und so ein schönes Auto, Leute. Wir werden es gleich noch auf die Nordschleife bewegen, aber ich muss jetzt erstmal hier ein paar Details zeigen. Danke erstmal an Patrick Sander für das 3D-Modell, David Dominguez für die Fahrphysik und El Mariachi 90 für den Sound. Die haben wirklich lange dran gebastelt und das Ding ist wirklich nahezu perfekt geworden. Guckt es euch an. Das Detail, also der Detailgrad ist unfassbar hoch. Alles ist dran, alles ist da, wo es sein muss. Hier für die Kenner, die wissen es wahrscheinlich schon, die Karosserie ist höchstgradig asymmetrisch, ja. Also manche Teile sind vorne anders wie hinten, beziehungsweise rechts anders wie links. Hier solche Sachen und der Auspuff sind auf der linken Seite nicht. Also da ist nicht nur einfach eine Hälfte vom Fahrzeug gemacht und dann wird das gespiegelt. Nee, da muss dann noch richtig angepasst werden. Hier haben wir schön die Namen Weidler, Herbert und Garcho. 1991 hat er, glaube ich, hier die Le Mans 24 Stunden gewonnen. Mit ziemlich vielen Kilometern. So, und jetzt sind wir im Innenraum, der ebenfalls sehr detailreich ist. Guckt's euch an. Einfach nur herrlich. Da ist übrigens, da steht ein Schildchen für Licht, aber hier ist kein Knopf. Ich weiß gar nicht, was man da drücken soll. Ist hier noch was? Ja, nee, hier ist nichts mehr. Aber wir können uns ja mal hier das Detail angucken. Du kannst die Nummer lesen, die Customer-Nummer, denke ich mal. Hier ein chinesisches Gebla. Dann gibt es hier schöne Knöpfe und du siehst sogar hier Research Blackbox, Datalogger, bla, so ein Scheiß kannst du dir alles anlesen. Also richtig geil, richtig schön von der Auflösung, super hoch. Hier die Sicherungen sind beschriftet. Was ich auch super geil finde, Firefront, was ist hier einzustellen? Das sieht nach einem Funk aus oder so, keine Ahnung. Rain, Light, Death, Hazard, Main, Wiper, Wash. Wunderbar, das Display hier funktioniert auch. Hier wird der Sprit angezeigt und hier, glaube ich, Wasser- und Öltemperatur und so ein Gedöns. Dann gibt es hier noch einen Getränkehalter, den finde ich mega geil mit Gaffertape, mit Panzertape angebracht. Das sieht auch wunderschön aus und da noch schön Perlen drauf gezeichnet, dass hier mal die Coke Zero reinkommen kann oder so. Hier unten auch ein Schildchen, auch wieder super hoch aufgelöst. Also Detailgrad vom Feinsten, ja. Das sieht wirklich Hardcore-mäßig aus und ich glaube, wir fahren jetzt auch mal damit. Und machen hier mal so eine kleine Multiplayer-Session, der Jepp ist auch mit dabei. Und dafür wünsche ich einfach mal viel Spaß. Bis dahin. Ja, und da wir da gesehen haben, wie schön das Cockpit aussieht und wie schön es von außen aussieht, sind wir jetzt, ihr seht hier den Jepp hinter mir, auf der Nordschleife. Tag, Jepp. Hi. Hallo. Hallo. Das ist die Schwester von Miley. Hallo, Cyrus. Ja, mal gucken, ob hier gleich noch ein Rennen zustande kommt. Ansonsten fahren wir so 2-3 Ründchen. Ist übrigens der abgefahren Server, den wir einfach mal spontan aufgeklöppelt haben. Beziehungsweise jetzt, Jepp hat's gemacht. Tut mir leid, wenn ich das nicht auf Facebook gepostet habe, aber... Naja, sonst dann müssten wir wieder was Großes organisieren. Ich will ja eigentlich nur eine Runde mit dieser Karre fahren. Die sind wir vorhin schon auf Spa. Bestimmt wohl 2 Stündchen lang gefahren. Allerdings konnten wir da kein Rennen aufnehmen, ohne dass ich mich immer abgelegt habe. Also wechseln wir lieber zu einer etwas einfacheren Strecke in der Nordschleife. Yeah. Hat schon eine 632 hingelegt. Müssen enorm aufpassen. Schönes Force-Feedback aber im Fahrzeug. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen noch der Feinschliff. Gerade was wir jetzt seit der 1.0 mit den Standardfahrzeugen haben, mit den Serienfahrzeugen. Also das fühlt sich noch ein bisschen nach altem Assetto Corsa Force-Feedback an. Was die Detailtiefe angeht. Ansonsten Sound von innen bombastisch, wie ihr schon hört. Schnell, viel Abtrieb. Schneller als Jepp. Oh, Fairbanks auch eine 632. Der war gerade schon bei Spar mit uns unterwegs oder auf Spar mit uns unterwegs. Und hat da richtig gute Rundenzeiten abgerissen. Wow, ich stehe ja noch rum. Achtung, Arktik auf der rechten Seite. Ja. Da war es kurz kalt. Kuka.
Hashtag qualifizierte Wortbeiträge. Mir tut ehrlich gesagt schon ein bisschen das linke Handgelenk weh. Denn, wir spielen schon so ein bisschen. Und ich muss mal mit rechts immer schalten, deswegen ist mein linkes so versteift, weil das hält ja eigentlich die ganze Zeit das Lenkrad. Ich hab bergab, wenn es ein bisschen bergab geht, noch richtig Probleme auf der Bremse. Die ist bei hohen Geschwindigkeiten super gut, da kannst du voll reinlatschen. Dann blockieren die Räder aber recht schnell. Da muss man aufpassen. Gerade bei solchen Passagen habe ich da immer Probleme, dass die Räder stehen bleiben. Und dann kannst du natürlich nicht einlenken. Fiese Brise, 690 PS. 900 Kilo, wow, bisschen zu extrem über die Curb gejodelt. Ach, jodel mir doch ein. Der Jepp ist da voll entspannt und fährt ganz easy hinter uns her. Aber wir haben etwas anderes Setup als der Jepp. Ich hab mir da die Heckflügel ein bisschen gestutzt. Du bist ein bisschen schneller als ich. Wie bitte? Du bist ein bisschen schneller als ich. Ja. Und eine höhere Endgeschwindigkeit erreiche ich auch noch. Kommen wir hier fast raus. Alles noch im Rahmen. Oh. Wie bitte? Erstmal einen zweiten schalten. Zu weit runtergeschaltet. Ich bin die ganze Zeit im zweiten. Einer. Jetzt ist er im dritten hier. Ich bin einer von einer ganz feinen Sorte. Schwiegermutters Liebling. Das wissen bloß alle Schwiegermütter schon. Scheiße. Ich zieh mal durch, wa? Zieh. Obwohl es ja eh gerade nicht gezeitet, ne? Schade. Zieh, Senior. Roger Cicero. Der zieht mir doch die Zitzen rot. So, dann fahren wir gleich mal eine zweite Runde. Wir haben gerade schon ein bisschen versucht, für ein Rennen zu voten. Eigentlich könnte Jepp, weil er ja Admin ist, dann auch forcieren. Aber man will ja auch keinen zwingen. Kann ich gar nicht. Da kann man das jetzt. Das kann man jetzt seit 1-0. Hat man ein Admin-Recht, oder kannst du nächste Session an. Ist klar. Anbefehlen. Ja, aber wie gesagt, braucht man ja eigentlich auch nicht, ne? Ich meine, jeder hat ein bisschen Übung nötig, glaube ich, in der Karre. Alex ist auch drauf. Wer ist noch hier eigentlich so drauf? Django war auch mit drauf, ne? Ja, Django ist schon der wieder ist weg. Der ist, glaube ich, gerade weg. Clubsport, Nicky, Moxley, Outrun, Andreas Ballin, Jepp und Fairbanks. Also nicht Lehman Brothers. So. Sollen wir den Jepp mal vorlassen? Vollgas! Und ihn dann demütigend überholen? Oh ja! Alles klar! Oh ja! Hat er selber Lust drauf! Ist das nicht herrlich? Ja, schönes Auto, wie gesagt, Zaun von außen, ein bisschen mau. Ihr habt ja gerade gehört, da säuselte der Jepp an mir vorbei. Normalerweise müsste es ja schreien bis zum geht nicht mehr. Aber das ist. Es klingt von innen realistisch, der Wankelmotor. Aber von außen, naja. Wenn man sich da mal so die Videos anguckt. Macht aber trotzdem Spaß. Ja, sicher. Das ist Meckern auf höchstem Niveau und mir auch im Endeffekt scheißegal.
Das ist bloß das, was ich beim Miura so derbe gefeiert habe, wie der einfach von außen klingt. Und wie es dir in der Wiederholung wirklich die Boxen zerschießt, weil der so laut ist. So laut ist. Solaranlage. Solarenergie. Ach, und es war so schön, den Entwicklungsprozess von dem Fahrzeug hier mitzubekommen im Forum. Ich schwärme ja auch schon lange davon, das habe ich ja immer wieder gesagt, dass dieser Mod auf meiner Zu-Haben-Liste steht. Und jetzt ist er da. Richtig geil. Wahrscheinlich hier und da kann er noch was dran gemacht werden oder wird vielleicht auch, keine Ahnung. Könnte aber auch von mir aus so schon fertig sein. Bin ich voll mit zufrieden. Weil wir fahren ihn auch gerade schon seit, ja, 3-4 Stunden oder so. Und das ist doch Beweis genug. Mein Rücken sagt 4. 4 Wirbel sind schon rausgesprungen. Das ist die sogenannte menschliche Uhr. Pro Stunde springt dann 4 Wirbel raus. Ein Wirbel. Ah, meine Zunge wird auch schon taub. Die hört nichts mehr. Geschmacklos. Wieso kann eine Nase laufen, aber Füße riechen? Ja, ich weiß es nicht. Oh. Ich habe zum ersten Mal einen Gegenpendler abgefangen. Normalerweise darf man die gar nicht passieren lassen. Sonst bist du weg. Diesmal ohne Übersteuern hier durchgekommen. Ohne Übersteuern! Das war die Teamspeak-Regelfunktion. Das ist lustig, wenn jemand niest, dann klingt so, als würde er sich komplett mit seinem Stuhl durch den Raum niesen. Achiu! Und dann wird Steam, also macht Teamspeak, nicht Steam, Entschuldigung, Teamspeak regelt dann automatisch das Mikrofon leise. Und es klingt so, als würde er am anderen Ende des Raums sitzen und dann langsam wieder ans Mikro drankommen. Herrlicher Effekt, den ihr jetzt nicht hört. Ach, da ist er wieder. Ist er wieder. Ich hab fast die Mutkurve verkackt. Beastly Xiem! Sag doch mal was. Ja. Ich wollte gerade. Ja, das kommt davon. Das kommt davon, wenn man spricht. Ich wollte gerade sagen, es ist zu lange still, aber der Sound klingt ja zum Glück schön. Und dann sagt Diep was und auf einmal fährt er gegen die Wand. Deswegen habe ich nichts gesagt. Die Wände, die sind hier nämlich überall. Oh, Scheiße.
sagst du doch mal was. Ja, guten Tag. Hallo. Was soll ich denn sagen? Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ein Schwank? Weil deine Mutter mit Heroin aufgehört hat zum Beispiel. Scheiße, ja, das kommt davon. Instant Karma. Klinik. Was? Was? In der Klinik direkt, als du draußen warst? Scheiße, ey. Ja, war wohl nix. Geht aber eigentlich noch. Wie wird so eine 6,40? 45? 50 vielleicht? 7 Minuten. Ja, aber je nach machen wir noch eine Runde, glaube ich. Eine geht noch. Und dann ist auch gut gewesen für das Video und ich glaube für meine Finger auch, ey. Boah. Wenn ihr die Karre ausprobieren wollt, Link ist natürlich in der Beschreibung. Natürlich, natürlich. Der gute alte Patrick Sander hat uns dann nochmal das schöne Weihnachtsgeschenk gemacht. Das habe ich aber auch alles im Intro-Gelaber schon gezeigt. Boah, damit hat ja ein richtig langes Video, wenn ich das auch noch dabei mache. Aber es muss nun mal sein. Sauber, App. Weiter so. Oh oh. 6,35 und 6,32,30. Oh nein. Das ist wieder gut. Wenn jemand noch ein HDMI-Kabel hat, ne? Selbst Fernseher, auf dem er spielt, hat eine HDMI-Buchse, wo sein HDMI-Kabel nicht genau reinpasst. Und dementsprechend, ja, also das Gehäuse vom HDMI, dieser Knubbel, der da hinten dran immer ist, der spielt da, ist da ein bisschen im Weg, ne? Ich drehe mich da mal ein bisschen. Aber anstatt sich ein neues HDMI-Kabel zu besorgen, Alter, wow. Hab ich halt ein bisschen im Dunkeln. Klappsport 25 steht unten auf dem Weg zum Flugplatz. Ist auf jeden Fall mal sehr witzig, wenn wir Drift-Sessions machen. Dann, ja, ist alle 2 Minuten der Frust groß und der Bildschirm schwarz. Denk mal, von 5. in den 2. geschaltet, gar kein Thema. Epox! Grüße auch an dieser Stelle! Fahr ich doch mal gegen die Wand. Geil! In langsamen Kurven richtig mies zu kontrollieren, da musst du wirklich vorsichtig sein. Und übrigens wird auf der Geraden, das ist auch dem guten Epox aufgefallen, ziemlich schnell werden die Hinterreifen heiß und überschreiten mal locker 110, 115 Grad. Je nachdem, wie lang die Gerade ist. Da wissen wir nicht, ob das so gewollt ist, ob das so sein muss, wodurch es ausgelöst wird und warum und wie und wo und was. Bräuchten wir den C9, um dazu vergleichen. Ja, boah, stimmt. Der C9 kommt ja auch noch im Dreampack DLC mit der Nordschleife. Och Gott, Leute, wird das geil. Ich denke mal, der hat ein bisschen mehr Punch und wird ein bisschen schneller sein, aber da musst du auch erstmal mit klarkommen. Die Qualität ist einfach nur unfassbar. Dieser Mod ist Unos Simulation hier, Assetto Corsa Qualität. Vom Feinsten. Fein, 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 fein. Guck mal hier, ein Reißverschluss. Reiß, 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 reiß. Wenn jemand das kennt, die Bieber-Brüder, und auch noch weiß, in welcher Folge das vorkommt, bitte sagt's mir. Schickt's mir irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich hab mal gesehen, es gibt wohl die Folgen, glaube ich, auf YouTube. Und ich hab's auch mal durchgeguckt, aber die Szene, die ist so witzig. Da kriegt der eine, wie heißen die? Dexter und Norb oder so? Norb! Sagt ihr das nicht immer so komisch? Na egal, auf jeden Fall kriegt einer da so einen Organizer, so einen Kalender und da ist da ein Reißverschluss dran. Oh, guck mal, ein Reißverschluss. Reiß, reiß, reiß. Beste Szene überhaupt. Beste Szene. In ganz Fernsehland.
Die Zeit vergeht aber auch schon wieder. Karussell durch. Hohe 8. Man ist richtig schnell hier überall in den ganzen Streckenabschnitten und verkackt es gerne dann auch mal. Vorsicht! Natürlich mit Logitech G27 unterwegs. Ohne Fahrhilfen, ohne alles. Noch manchmal hier so vorsichtig und einfach im dritten Gang. Oh, komm ich wieder so auf die Strecke. Boah, das war knapp. Wer war denn das? Das war Epox, glaube ich, ne? Ne, Nick Moxley. Und da dreht er sich schon wieder raus. Müssen wir immer ein bisschen aufpassen, weil die Front da leicht hochkommt am Sprunghügel. Scheiße, gar nicht gut, gar nicht gut. Rechts nicht nochmal drauf kommen, jawohl. Können wir jetzt wenigstens wieder Gas geben hier. Das kostet alles Zeit. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt hier nicht großartige Gegner-Action ist. Der Jepp ist ja auch nicht schnell genug, um mithalten zu können. Aber ganz ehrlich, das muss auch nicht sein. So ein Fahrzeug, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Selber mit zurechtkommen, dann auch noch eh noch auf der Nordschleife. Das ist alles immer so eine Sache. So, wieder einer raus. Clubsport. Auf jeden Fall auf Bestzeitkurs, wenn wir es jetzt nicht verkacken. Kopfschmerzen. Bäm, 6,28. Nice. Kein Kopfschmerzen von zu viel Popkonserven. Ja, ich sag danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Hier gibt es noch mal ein paar schöne Bilder aus der Wiederholung. Und ja, dreht den Sound ruhig wieder leise, das wird jetzt nicht so schön. Ich mag den echt nicht von außen, das tut mir leid. Aber kann ja noch besser werden, was nicht ist, kann noch werden. Danke an Jepp. Bitte. Der auch gleich durchs Ziel fährt, irgendwann. Hier, da, ich komm. Mach, ja. Da. Hey, 6,53, nice. Alles klar, danke auch an alle, die hierbei waren und drauf waren und hier fahren. Tschüss. Tschüss.